Off-Market Deal. Wir schauen uns gemeinsam die Deal-Analyse für ein Mehrfamilienhaus hier in Philadelphia an. Was das für ein Haus ist, was genau die Zahlen sind und warum das ein Paradebeispiel für ein Off-Market Deal ist, erfährst du in diesem Video. Let's get into it. Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier geht es rund um die Themen Immobilien und Investments hier in den USA. Ich bin selbst Investor und lebe hier an der Ostküste der USA in Philadelphia. Und genau auf die Region konzentrieren meine Partner und ich uns bei den Immobilieninvestments. Ich stelle dir hier auf dem Kanal verschiedene Objekte und Deals vor, die wir entweder separat oder gemeinsam akquirieren, entwickeln und natürlich auch verwalten. Heute stelle ich dir einen weiteren Mehrfamilienhaus-Deal vor und dieser Deal, den habe ich mir gemeinsam mit einer Maklerin angeschaut, 2 Wochen bevor es ein offizieller Deal war, also bevor das Haus auf den Markt kam. An gute Off-Market-Deals kommt man ganz schwierig, aber in diesem Fall kam der Off-Market-Deal zu uns. Und zwar, die Verkäuferin hat eine Maklerin beauftragt und diese Maklerin rief mich direkt an, noch bevor sie das Exposé fertig geschrieben hatte und das Haus eingestellt hatte. Warum direkt mich? Ganz einfach. Diese Verkäufermaklerin ist die Nachbarin der Verkäuferin. Die wiederum ist die Nachbarin von dem Haus, was wir letztes Jahr gekauft haben, nämlich Charlie Harper. Die gesamte Playlist zu Charlie Harper, also dem Projekthaus Charlie Harper mit allen Höhen und Tiefen, findest du als Link unter diesem Video. Einfach mal anschauen und dir Charlie Harper reinziehen. Und genau das Nachbarhaus von Charlie Harper ist die Maklerin. Und das Nachbarhaus ist das Haus, um das es heute geht. Da wir Charlie Harper haben, hat die Maklerin mich zuerst angerufen und hat gesagt, Lukas, das Haus hier wird bald auf den Markt kommen, willst du es dir nicht anschauen? Und genau das habe ich gemacht. Also ein hervorragendes Beispiel, ein Paradebeispiel für einen Off-Market-Deal, nämlich persönliches Netzwerk. Die Maklerin hat gesehen, wir kaufen Häuser, wir schauen sie uns an und wir kaufen sie am Ende auch. Und das ist für die Makler natürlich wichtig, dass sie nicht Zeit verschwenden und mit irgendwelchen Leuten durch die Häuser gehen und denen Häuser vorstellen, die am Ende doch nicht gekauft werden. Also Häuser kaufen führt zu Häuserkäufen. Ganz einfach. Schauen wir uns das Haus bei einem der großen Immobilienportale hier in den USA, Zillow, an. Also Zillow.com, den Link setze ich dir auch in die Beschreibung unter das Video. Einfach mal anschauen. Auf geht's zu Zillow.com. Das ist das Objekt bei Zillow.com. Den Link zu diesem Objekt, den setze ich dir natürlich auch in die Beschreibung unter das Video. Schauen wir uns die Bilder mal zuerst an. Also das ist die Frontansicht. Hier sehen wir auch schon den Preis, also 350.000. 6 Bedrooms, 3.400 Square Feet circa. Also das ist schon recht groß. Aufgeteilt ist das Ganze, wir haben hier unten ein Apartment. Dann haben wir hier einen Seiteneingang. Da geht es in die zweite Etage. Da ist ein Apartment. Und hier ganz oben ist auch nochmal ein Studio-Apartment. Ah, ein Bedroom-Apartment ist es sogar oben. Gehen wir es durch. Das ist der Seitenanblick. Und das ist die Rückansicht sozusagen. Hier ist nochmal so ein kleines Garden Shed, also eine Werkstatt. Keine ganze Garage. Dann haben wir hier die Treppe hinten zum Deck hoch. Das ist nur für das Apartment Nummer 2. Also ganz oben für dieses Apartment hier muss man auch in den Seiteneingang reingehen. Da gibt es keinen Deckzugang wie den hier. Das ist die Rückansicht, also das Grundstück ist recht groß. Hier hinten links sieht man sogar ein bisschen Charlie Harper, also das, wie gesagt, ist gleich nebenan. Genau, das ist der Eingang Apartment 1 und das ist der Eingang für Apartment 2 und 3. Ja, unten gleich vorab, das sind schöne große Räume, der Fußboden bzw. hier der Teppich, das ist ein bisschen... Der muss raus, das riecht. Das ist die Eingangstür hier unten, Kleiderschrank, ein Bedroom, der Ofen, der Kamin hier, der ist noch in Benutzung. Hier unten der Fußboden ist ein bisschen schwierig, aber die Vermutung war, dass unter diesem Teppich sogar noch der Original-Holzfußboden ist. Also das wäre super in dem Fall, der kann nämlich wieder aufbereitet werden, das siehst du gleich im Apartment Nummer 2. Also wirklich sehr schöne große Räume, also das war mal ein Einfamilienhaus, glaube ich, und ja, also so ist auch konzipiert, also unten großzügig, Esszimmer, Wohnzimmer, also alles gut gemacht, hier ist noch so ein Sunroom, also wirklich schöne große Räume, das hier ist billigstes Laminat, die Heizkörper, ja, die sind auch alt, also die ganze Heizanlage ist schwierig.
Aber wie gesagt, der Sunroom hier draußen, der ist eigentlich ganz schön, der Anbau. Das ist so eine kleine Breakfast-Nack, also so eine Essecke in der Küche. Die Küche ist... Moment, das ist die falsche Etage. Das ist sogar, glaube ich, oben schon. Das ist die zweite Etage. Also sie sind wieder durcheinander hier, die Bilder. Schlafzimmer, die Decken sind schwierig. Also hier auch wieder der Fußboden. Der Teppich muss raus. Wandschränke sind überall. Das ist Bedroom Nummer 2 unten oder oben, jetzt bin ich verwirrt. Die Bäder, ja, da war mehr als Reparatur notwendig. Also diese Heizkörper hier ist nur ein Indikator, die Fliesen sind rum. Dann gab es Löcher in den Wänden, an der Decke. Also das sieht besser aus, als es ist. Hier sind wir schon in der zweiten Etage, wie ich gerade eben schon erwähnt. Das wäre die Eingangstür für die zweite Etage. Alte Heizkörper, aber auch wieder riesengroße Räume. Das ist eigentlich ganz schön und zwar... auch selten, aber auf der anderen Seite kann man die halt auch schwer nutzen. Also sind keine Bedrooms, zählt hier als gar nichts. Also ein Esszimmer oder ein Wohnzimmer zählt nicht, dafür hat man lieber noch ein Bedroom mehr, das zählt dann auch. Also das wirkt sich preislich aus. Genau, das ist das Treppenhaus, hier geht es in das Apartment 3 nach oben. Das ist ein kleiner Flur, Wohnzimmer hier. Esszimmer. Das ist die Küche, genau. Die ging eigentlich noch. Das heißt, hier wäre nicht viel Arbeit notwendig, um die wiederherzustellen. Aber Fußboden, Wände, Decken, das muss alles gemacht werden. Das wurde die letzten Jahrzehnte nicht gemacht. Genau, hier ist auch wieder so eine Nack, also so eine Essensecke. Das ist der Fußboden hier, den sieht man hier schön. Der ist eigentlich gut erhalten, wenn da nicht so viele Tierkratzspuren drin wären in diesem Echtholz hier. Also das ist wirklich schön. In der zweiten Etage ist ein Großteil des Holzfußbodens erhalten. Da kann man auch noch benutzen. Naja, aber halt nicht drum gekümmert worden. Also hier sieht man schon ein bisschen, der kann abgeschliffen werden und wiederverwendet werden. Also ist eigentlich ganz gut. Das Potenzial ist da, also good bones, sagt man hier. Die Knochen von dem Haus sind eigentlich ganz gut. Genau, so ein paar Sachen sind hier schwierig. Also das hier ist ein Badezimmer, das ist das zweite Badezimmer oben. Und hier siehst du auch schon, der Holzfußboden, der hat arg gelitten. Da gab es mal Wasserschäden oder was auch immer. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Hier so eine Holzplanke oder so eine neu ausgetauschte Holzpaneele vor der Heizung. Das ist ein Indikator, da muss man gucken. Ja, und tierlieb scheinen sie in diesem gesamten Haus zu sein. Also überall ist irgendwas zum Spielen für Hunde oder was auch immer. Mag ja alles schön sein, nur schwierig bei der Werterhaltung von Mietobjekten. Genau, Heizung ist zentrale Heizung. Da gibt es mehrere Zonen, das ist ganz gut. Das heißt, man kann unten und oben unterscheiden. Klimaanlage, da scheint jeder selber für zuständig zu sein. Das Bad ist wirklich mini. Hier siehst du nochmal den Fußboden. Und hier sind wir schon in diesem Apartment 3 unterm Dach. Also das ist jetzt der Eingang. Das wäre jetzt die Küche, Wohnzimmer, Ecke. Das ist das Schlafzimmer oben. Also das ist wirklich ein separates Schlafzimmer. Deswegen ist es auch per Definition ein Bedroom Apartment. Genau, das ist dieser Raum hier. Das ist das Badezimmer oben. Und das war die Haustour zumindest, waren das die Bilder. Was sehen wir hier noch? Also 350.000. Das ist der Kaufpreis für dieses Haus. Wo liegen wir hier? Das sieht man genau hier. Das sehen wir hier, Vorort von Philadelphia. Das ist wieder Drexel Hill. Genau, und das hier wäre das Haus Charlie Harper. Was haben wir noch? Street View können wir uns noch angucken. Also das, die Gegend ist, wie gesagt, die ist super. Also, das sind alles so größere Einfamilien- oder auch Mehrfamilienhäuser, also von daher, das ist eine super Gegend. Und das wäre Charlie Harper. Das ist das Haus der Maklerin. Aber darum geht's nicht. Beschreibung, Investment Opportunity, das kommt aus dem MLS. Und genau, zuletzt geupdatet am 18.06. Triplex, das haben wir. Triplex, na, das ist wie gesagt noch so eine Sache vom Zoning. Also das Zoning von diesem Haus scheint wohl nicht zu stimmen. Das scheint wohl ein Zweifamilienhaus per Definition zu sein. Das heißt, da muss man erst bei der Gemeinde ein Rezoning beantragen. Das heißt, hingehen, sagen, das ist ein Dreifamilienhaus, dann gibt es andere Auflagen für Dreifamilienhäuser. Das ist eine kleine bürokratische Hürde.
Genau, Zestimate, der Wert hier stimmt nicht. Also sind nicht 775 Dollar, weil sonst hätte ich es gleich gekauft. Das sind irgendwas um die 9.000 bis 10.000 Dollar sind die Steuern für dieses Objekt. Genau, was haben wir noch? Die Schulen, die sind nicht schlecht, aber auch nicht super. Das ist halt Drexel Hill. Und ja, wie gesagt, schau es dir einfach mal selber an. Den Link dazu setze ich dir unter das Video. Einfach mal gucken und ein bisschen rumscrollen, was da so alles geht. Die Maklerin ging mit mir gemeinsam das erste Mal durch das Haus. Das heißt, sie hat es vor mir selbst auch noch nie gesehen, obwohl sie nebendran wohnt und auch die eingetragene Maklerin dafür war. Zu dem Zeitpunkt hat sie gerade das Exposé erstellt und die Bilder machen lassen. Und sie hat auch nur die Bilder gesehen. Also, wir gehen gemeinsam durchs Haus und die Kurzfassung, nach allen drei Apartments hat sie mir gesagt, dass sie jetzt das Bedürfnis hat zu duschen. Und dass das Haus ganz gewaltig stinkt. Meine Antwort darauf, nope, that's the smell of opportunities. Es riecht nach Möglichkeiten, ich glaube dornige Chancen oder sowas, ne? Der Bewohner, der unter dem Dachgeschoss da wohnt, also im Apartment 3, der hat einen Rottweiler. Und dieser Rottweiler scheint sich wohl tagsüber in einem dieser kleinen Dachzimmer da aufzuhalten, auszutoben. Und er tobt sich halt aus in jeder Hinsicht. Also das hat ganz gewaltig gestunken und daran haben auch diese 7 Duftkerzen, die er da oben verteilt hat, nichts geändert. Also das riecht. Und in diesem Apartment hat es auch die Maklerin mehrfach gehoben. Der Gestank oder nicht, sei dahingestellt. Wichtig sind die Zahlen. Schauen wir uns die Zahlen an. Und das machen wir am besten wieder in diesem Google Sheets Tool. Da habe ich dir alle Zahlen zusammengetragen und du kannst dir das Google Sheets Tool als Excel im Nachgang runterladen und nochmal selber bei dir lokal auf dem Rechner anschauen und versuchen nachzuvollziehen. Auf geht's, ab in die Zahlen. Das ist das Haus, um das es geht. Schauen wir uns die Zahlen an. Was wissen wir aus dem Zillow-Exposé? Wir wissen, dass der Verkäufer, die Verkäuferin dafür 350.000 haben möchten. Wir sagen, wir machen einen Cash-Deal für dieses Objekt. Das heißt, wir leihen uns nichts. Closing-Kosten sind so ca. 3% vom Kaufpreis meistens. Repairs bei diesem Haus sind ziemlich hoch. Also hier war die Schätzung 75.000. Steuern für dieses Haus in dieser Gemeinde sind 9.900 und die Versicherung für ein Haus dieser Größe ca. 1.800. 10% für Property Management ist sehr konservativ, weil drei Familien, das könnte, also drei Apartments, das könnte schon ein bisschen mehr werden. Maintenance ist jetzt auch mit 10% sehr konservativ, also sehr gering angesetzt, da könnte sogar mehr kommen. Aber das Haus erzeugt Kosten. Was sind die Other Costs? Also die Other Costs, da kannst du hier unten auf den Reiter Expenses wechseln. Und da haben wir Wasser. Also Wasser geht hier in dem Fall auf den Eigentümer und das müsste halt monatlich dann umgelegt werden oder man nimmt eine Pauschale bei der Miete. Das wären so circa bei drei Apartments 200, 250 Dollar im Monat. Das wären 3.000 im Jahr. Dann kommt Abwasser und Müllabfuhr pro Apartment 450 Dollar hinzu. Und diese Mieter-Inspection, die man von der Gemeinde aus machen muss, dass die Feuermelder und so weiter und so fort funktionieren. Das heißt, wir haben Gesamtkosten von 4.465 circa pro Jahr. Das wäre die Ausgabenseite. Schauen wir uns die Einnahmeseite hier unten an. 3.700 klingt erstmal ganz gut. Das heißt, die Leases wären in dem Fall 1250 für das Apartment 1, also das war das 2-Bedroom-Apartment, 1600 für das 3-Bedroom- und 2-Bäder-Apartment und unterm Dach 750. Alle diese Zahlen halt, Moment, das stimmt nicht, das Haus hat eine Garage, die würde aber, glaube ich, nicht viel bringen. Diese Zahlen sind recht konservativ angesetzt, denn es ist durchaus mehr möglich, aber realistisch betrachtet wäre das ein guter Startpunkt, ob der Business Case funktioniert oder nicht. Und in dem Fall haben wir 3600. 3.600 Mieteinnahmen, das heißt in diesem Haus, da kommen wir auf einen Cashflow von 1.353 Dollar pro Monat. Das Ganze ist ein Multiple von 10, also ein Faktor von 10, 10 mal die Jahreskaltmiete, was gar nicht so gut ist bei uns. Ich weiß, in Deutschland ist das, glaube ich, unschlagbar, sowas wäre der Traum, aber hier ist es eigentlich nichts, dafür würde ich nicht, das würde ich nicht machen dafür. Bruttomietrendite, na knapp 10%, auch nicht wirklich schön. Cash on Cash Return und auch der direkte Return, weil man kein Financing macht, wären derselbe, in dem Fall 3,7%. Ist nicht wirklich gut. Wenn ich 3 bis 4% Rendite möchte, dann kann ich mir auch AT&T-Aktien kaufen mit 7%, da habe ich mehr von und habe keine Renovierung zu machen und habe auch keinen Ärger mit Mietern. Von daher,
In der Form funktioniert der Deal nicht. Wo würde der Deal funktionieren? Sagen wir 300.000, macht das schon was? Kommen wir auf einen Faktor von 9, 4,2%. So richtig Spaß macht der Deal noch nicht. Wenn man den jetzt noch finanzieren würde, was würde das verändern? Das wären 153 Dollar pro Monat Cashflow bei 3 Apartments. Bei 153 Dollar Cashflow pro Monat macht der Deal keinen Spaß. Lad dir einfach mal das Excel runter. Den Link, wie schon gesagt, findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Einfach hier oben links auf File, Download und dann sagst du als Excel, kannst du es dir runterladen und lokal auf deinem Rechner bearbeiten und mit den Zahlen einfach mal rumspielen und rausfinden, wo der Deal für dich Sinn machen würde. Zusammenfassend kann man sagen, das ist ein spannender Deal. Die Lage von dem Haus ist hervorragend und die Möglichkeiten sind auch super. Also alle drei Apartments haben was für sich. Das Erdgeschoss-Apartment, also Apartment 1, ist ein 2-Bedroom, 1-Bad. 2-Bedroom, 1-Bad, da könnte man so circa 1100, 1250 Dollar ansetzen. Apartment 2, das ist die erste Etage, das ist ein 3-Bedroom und 2-Badezimmer-Apartment. Und in dem Fall kann man schon 1600 ansetzen. Apartment 3, das unterm Dach, also das mit dem Hund. Das ist ein Studio-Apartment oder ein Bedroom, ein Badezimmer-Apartment und da kann man in der Gegend 750 Dollar ansetzen. Also alle diese drei Zahlen sind so ein Durchschnittswert und die sind eher auf der konservativen Seite. Also bei den aktuellen Hauspreisen steigen auch die Mietpreise, da ist das untere Ende. Zusammenfassend kann man sagen, so circa 3.700 Dollar Umsatz kann man mit diesen Apartments pro Monat machen. Das waren die Pros. Was spricht für das Haus? Aber was sind die Cons? Also was spricht gegen dieses Haus? Ganz klar, der Kaufpreis ist viel zu hoch. 350.000 Dollar wollen die Verkäufer aktuell haben. Jetzt kann man natürlich einwenden. Aber Lukas, 350.000 soll der Kaufpreis sein. Und von diesen 350.000, 1% sind doch 3.500. Wenn man jetzt 3.500 Monatsmiete kriegt, ist das doch eigentlich ein guter Deal, oder? Das ist doch die Faustformel. Ja, vollkommen richtig. Das ist die Faustformel. Das ist die sogenannte 1%-Regel. Aber in diesem Fall sind echt viele Reparaturen zu machen. Und diese Reparaturen, da ist die Schätzung 75.000 bis 80.000 Reparaturkosten. Es sind 3 Apartments und das heißt pro Apartment 20.000 bis 30.000 in diesem Fall. Da ist noch keine komplett neue Küche dabei. Die Badezimmer müssen gemacht werden, Fußböden müssen gemacht werden. Vielleicht gibt es auch strukturelle Probleme. Was es nicht gibt, sind Elektronikprobleme. Die ist relativ neu. Das ist ein Pro. Dennoch, Schätzungen sind 75.000 bis 80.000 Reparaturkosten. Und das macht diesen Kaufpreis von 350.000 recht hoch. Ein weiteres Problem sind die Modalitäten. Die Hintergrundstory zu dieser Verkäuferin ist, dass es eine ältere Dame ist, die in ein Altersheim ziehen möchte. Für dieses Altersheim braucht sie eine hohe Abschlagszahlung und die bräuchte sie gleich. Die wohnt unten im Apartment und die beiden anderen Apartments sind auch an Familienmitglieder vermietet ohne Mietvertrag. Und diese Mieter oder diese Familienmitglieder müssen auch ausziehen. Die wollen aber bis zum Ende des Sommers noch da bleiben. Das heißt, diese Modalitäten erschweren die Renovierung, weil solange da jemand wohnt, kann man nicht voll renovieren und man kann auch nicht neu vermieten. Hinzu kommt, dass bei diesem Haus noch irgendwie Steuerschulden aufgelaufen sind. Das siehst du hier in diesem Screenshot. Das sind ist der Auszug aus dem Steuerregister. Das heißt, dieser Betrag ist noch offen und der muss von der Verkäuferin noch getilgt werden. Das heißt, auch dafür bräuchte sie Geld. Die haben halt keine Liquidität. Das nächste Problem ist, dieses Haus ist gezoned als R20. R20 heißt 2 Apartments und nicht 3 Apartments. Das heißt, es müsste nochmal ein Rezoning erfolgen. Kann man alles einpreisen, also die Modalitäten kann man einpreisen. Den Ausfall der Mieteinnahmen kann man einpreisen. Ein Rezoning kann man einpreisen. Und genau aus diesen genannten Gründen plus die Renovierungskosten ist der Kaufpreis viel zu hoch. Ich verrate mal nicht, was unser Angebot war. Schreib du mir mal am besten in die Kommentare, was du angeboten hättest, wenn du in der Situation gewesen wärst, das Haus zu kaufen. Schreib einfach mal rein, mich interessiert, wo dein Kaufpreis liegen würde, wo du sagst, das könnte funktionieren. Das Haus ist jetzt bereits circa seit 4 Wochen am Markt, das heißt, ich habe es mir vor circa 6 Wochen angeschaut. Jetzt hat mich die Maklerin erneut angerufen und hat gesagt, Lukas, die Verkäufer sind jetzt ein bisschen flexibler geworden, sie haben jetzt wohl noch kein valides Angebot bekommen. Können wir nochmal reden, was ist denn dein letztes Angebot? Es bleibt also spannend. Falls dich mein Objekt hier in Philly interessiert, schickst mir am besten einfach mal die Adresse, am besten bei Instagram oder als E-Mail und dann können wir mal gemeinsam draufschauen und gucken, ob das ein Objekt ist, was interessant wäre. Jetzt den Like nicht vergessen und mit einem Abo verpasst du keins meiner Videos mehr. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.